Okay, Leute. Tertiarisierung, was ist das überhaupt? Der Prozess der Tertiarisierung sagt aus, dass immer mehr Leute im tertiären Sektor arbeiten. Also mehr Leute Dienstleistungen tätigen und nichts direkt herstellen. Mehr Leute machen also so Dinge wie Beratung, Verwaltung oder Service. Gleichzeitig heißt das, dass weniger Leute im produzierenden Gewerbe, also dem sekundären Sektor, arbeiten. Es stehen also weniger Menschen am Band und stellen ein Produkt her. Diese Veränderung, also dass weniger Beschäftigte im sekundären Sektor und dafür mehr Leute im Dienstleistungssektor arbeiten, heißt Tertiarisierung. In den letzten Jahrzehnten hat die Tertiarisierung in fast jedem Land zugenommen, gerade in Industrieländern. Das ist ein Trend, den ihr euch merken solltet. Okay, nice. Aber warum arbeiten jetzt mehr Leute im tertiären Sektor als noch vor 70 Jahren? Ein wichtiger Grund ist der Strukturwandel. Früher war es so, dass eben noch sau viele Leute im produzierenden Gewerbe gearbeitet haben. Vielleicht habt ihr schon mal von dem Fordismus gehört. Nach dem Ersten Weltkrieg hat Ford als erstes Unternehmen Autos am Fließband hergestellt. Also so, dass jeder Arbeiter immer denselben Arbeitsschritt macht. Das ging dann viel fixer, als wenn eine Person ein ganzes Auto Schritt für Schritt zusammenbaut. Da standen dann halt ganz viele Leute am Fließband. Es hatten also sehr viele Menschen einen Job im sekundären Sektor. Irgendwann haben aber findige Arbeiter Maschinen und Systeme entwickelt, die die Fließbandarbeiter ersetzen könnten. Sowas wie ein Roboter, der eine Autokarosserie schweißt. Das führte dann dazu, dass viel weniger Leute im sekundären Sektor arbeiten mussten. Der sekundäre Sektor war also nicht mehr so attraktiv und es gab wieder eine Menge Leute, die einen Job brauchten. Andersherum haben Firmen dann eben mehr Leute gesucht, die Maschinen entwickeln können oder Arbeitsabläufe verbessern. Solche Berufe gehören dann eher zum tertiären Sektor. Es ist halt was anderes, direkt an der Fertigung von einem Auto beteiligt zu sein oder einen Greifarm zu entwickeln, der die Arbeit macht. Der technische Fortschritt sorgt aber auch dafür, dass die Menschen insgesamt mehr Geld verdienen. Deshalb konnten die Menschen immer mehr Geld für Dienstleistungen ausgeben. Die Leute lassen ihre Wohnung zum Beispiel lieber putzen, als das selbst zu machen. Außerdem ist der Bildungsstand gestiegen. Für viele Berufe im Dienstleistungssektor braucht man eine gute akademische Ausbildung. Zum Beispiel, wenn ihr Unternehmensberater oder Anwalt werden wollt. In solchen Berufen verdient man dann auch ganz ordentlich. Ein Abitur oder Studium ist heute für viele selbstverständlich. Früher war das seltener, da ging man dann eher in die Fabrik. Ein anderer wichtiger Punkt ist, dass die Bevölkerung immer älter wird. Das sorgt dafür, dass immer mehr alte Leute gepflegt und versorgt werden müssen. Es werden also mehr Altenpfleger oder Ärzte gebraucht, alles Berufe im tertiären Sektor. Ganz wichtig für die Tertiarisierung ist auch das Internet. Damit ist es viel einfacher geworden, Informationen auszutauschen und ganz neue Dienstleistungen werden angeboten. Ein YouTuber ist zum Beispiel auch ein Dienstleister. Okay, jetzt kennt ihr ein paar Gründe, warum die Tertiarisierung vorangeschritten ist. Jetzt ist noch wichtig, was das Ganze für Folgen hat. Erstmal ist der Trend der Tertiarisierung wichtig für die Raumplanung. Weil der sekundäre Sektor an Bedeutung verloren hat, stehen viele Fabrikgebäude leer. Die Stadtplaner haben jetzt die Aufgabe, die Gebäude wieder sinnvoll zu nutzen. Wenn ihr also in einer Klausur das Thema Stadtplanung habt und die Stadt in der Vergangenheit ein starkes produzierendes Gewerbe hatte, dann denkt euch, wie könnte man die leeren Gebäude jetzt umnutzen? Zum Beispiel als Büroarbeitsräume oder als Coworking Spaces für Beschäftigte im tertiären Sektor. Bei Standorten für Unternehmen im tertiären Sektor ist meist außerdem wichtig, dass sie ziemlich zentral liegen. Einfach damit die Orte leicht erreichbar sind. Banken, Versicherungen oder Anwaltskanzleien befinden sich fast immer im Stadtzentrum und nicht irgendwo abgelegen auf dem Land. Stadtzentren gewinnen also an Bedeutung als Arbeitsort. Andererseits braucht man für viele Jobs im tertiären Sektor gar keinen festen Arbeitsplatz mehr. Deshalb hat mit der Tertiarisierung der Trend zum Zuhausearbeiten zugenommen. Stichwort Homeoffice. Okay, Industriestandorte müssen anders genutzt werden. Das Stadtzentrum gewinnt an Bedeutung und wegen der Tertiarisierung ist die Arbeit ortsunabhängiger geworden. Die Tertiarisierung hat aber nicht nur Einfluss auf die Raumplanung. Es haben sich durch den Vorgang auch eine Menge neuer Berufe gebildet. Das heißt dann Spezialisierung. Es gibt nicht mehr nur den Anwalt, sondern auch den Anwalt für Wirtschaftsrecht, der sich auf metallverarbeitende Betriebe spezialisiert hat. Mehr dazu im Video zu Forastier. Die Tertiarisierung hat also die Gestaltung von Städten und die Arbeitswelt generell ordentlich umgekrempelt. Merkt euch da die Stichwörter Strukturwandel, Ortsunabhängigkeit und Spezialisierung. Okay, wenn ihr eine Sache mitgenommen haben solltet, dann, dass Tertiarisierung heißt, dass mehr Menschen im Dienstleistungssektor arbeiten und dass der Prozess derbe Auswirkungen auf die Raumplanung und das Leben der Menschen hat. Wenn ihr mehr zu dem Thema wissen wollt, dann kommt einfach auf thesimpleclub.de und ladet euch unsere App runter. Bis gleich!